Endlich ist es mal wieder soweit. Es gibt ein neues Thema, auf das ich richtig Bock habe. Und das sind Smart Home Schlösser. In der Vergangenheit habe ich schon eins ausgetestet, und zwar das Nuki Schloss. Das habe ich jetzt so ungefähr 2 Jahre oder so in Verwendung. Und jetzt wird es Zeit für was Neues mit neuen Features und sogar einem neuen DIY-Projekt, was direkt im Anschluss daran kommen wird, womit wir dieses Schloss nochmal auf ein komplett neues Level heben werden. Aber alles Weitere erzähle ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, anfangen tue ich in guter alter Manier mit dem Unboxing. Das will ich gar nicht zu lange vertiefen. Wir schauen einfach mal kurz an, was hier dabei ist. Denn das Schloss gibt es mit unterschiedlichen Zubehörteilen, die ich auch teilweise hier mit dabei haben müsste. Denn wir haben neben dem Schloss selbst noch den Hub, den wir benötigen, um das Teil von der Ferne aus zu steuern. Und der das Ganze auch direkt noch Meta-kompatibel macht. Aber auch da kommen wir später noch zu. Und dann für mich sehr, sehr praktisch als jemanden, der das Nuki-Schloss vorher hatte mit dem entsprechenden Keypad. Denn hier gibt es auch ein Keypad, was aber noch einen Vorteil mit sich bringt, zumindest im Vergleich zu meinem alten Keypad. Schauen wir uns aber erstmal das Schloss selber an. Ich habe mich versucht, möglichst wenig spoilern zu lassen, um das Ganze hier mit euch zusammen zu erleben. Über das Nuki-Schloss sagt man ja auch, dass es sich anhört wie eine Pfeffermühle oder so. Also es ist schon relativ laut. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Nuki-Schloss der ersten Generation. Mittlerweile sollen die auch leiser geworden sein. Aber dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das hier im Verhältnis schlägt. Zunächst mal würde ich sagen, packe ich das Ding hier einfach mal aus. Okay, die Mikrowelle ist gestartet. Anscheinend habe ich hier den Akku direkt ausgepackt, versehentlich. Und hier kann man den anscheinend rausholen. Mache ich auch direkt mal. Ah ja, und da sieht man, das hier sind einfach normale Doppel-A-Batterien. Ich gucke gerade, ob das Akkus sind oder tatsächlich einfach nur Doppel-As. Gucken, wie man die hier am besten rausbekommt. Aha, so. Also ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, hier steht auf jeden Fall nicht, dass man sie nicht aufladen darf. Dementsprechend würde ich jetzt mal vermuten, dass das Akkus sind. Fragezeichen, die man dann aufladen kann. Allerdings sehe ich hier keine Vorrichtung, das Schloss irgendwie von außen mit Strom zu versorgen. Also für eine Feststromversorgung sieht es auf jeden Fall schon mal schlecht aus. Eventuell müsste man eben was selber basteln mit dieser Akkuvorrichtung hier. Dann baue ich das mal wieder zusammen, mache hier die Klappe drauf. Und dann schauen wir mal an, was hier noch so bei ist. Dann haben wir zum einen den Kontakt. Das ist ganz praktisch für all diejenigen, die sich noch nicht so viel mit Smart Home Schlössern beschäftigt haben, um herauszufinden, ob die Tür gerade offen steht oder geschlossen ist, weil das weiß man ja im Normalfall nicht. Dazu ist eben dieser Fensterkontakt da, den man neben der Tür positioniert, und daher kann das Schloss dann eben wissen, ob es gerade zu ist oder nicht. Schön, dass es auf jeden Fall dabei ist und man den nicht extra organisieren muss. So, ansonsten haben wir hier noch eine Montageeinrichtung, eine Anleitung und zu guter Letzt, was für mich hier aussieht wie entweder ein Fliegenfänger oder wahrscheinlich Klebestreifen oder sowas. Also laut Anleitung ist das hier einfach ein Klebestreifen, den man über das Schloss macht für die ersten 2 Tage, um das vernünftig an der Tür zu befestigen. Müssen wir uns noch anschauen, wie das dann aussieht. Und dann haben wir hier noch, ja, Plastikstifte. Okay. Und, ah ja, das hier sind die Montagepads. Je nachdem, was man für ein Schloss hat, kann man hier eben die unterschiedlichsten Montagepads verwenden. Das kenne ich schon von Nuki. Es gibt hier die Variante A. Wenn der Zylinder ein wenig aus dem Schloss raus zeigt, dann kann man das hier direkt auf den Zylinder draufstecken und verschrauben. Ansonsten gibt es hier noch die alternative Methode mit einem 3M-Tape, das einfach festzukleben, und dann hält es eben so. Ja, und das war's auch schon. Okay. Okay, dann würde ich sagen, langweilen wir uns jetzt mal nicht hier mit dem Quatsch rum. Ich installiere das Ganze mal, teste es einen Moment aus und dann sehen wir uns wieder. Denn ich habe richtig Bock, zu den Spezialfeatures und vor allem dem DIY-Projekt zu kommen. So, es sind ein paar Tage vergangen und ich konnte die Gelegenheit nutzen, das System nochmal auf Herz und Niere zu testen, und würde sagen, wir gehen das jetzt einfach mal gemeinsam durch. Zunächst zur Einrichtung, die, würde ich sagen, wie bei jedem smarten Schloss oder wie ich es mir von jedem smarten Schloss wünschen würde, relativ einfach ist. Zunächst mal habe ich das Lock Pro eingerichtet, einfach mit der App verbunden und über Bluetooth komplett eingerichtet. Danach habe ich den Switchboard Hub eingerichtet, um das Schloss auch von der Ferne zu steuern. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und zu guter Letzt habe ich das Keypad eingebunden. Auch das super easy über die App, einfach mit Bluetooth verbunden. Das hat dann direkt vorgeschlagen, sich mit dem Lock Pro zu verbinden. Das heißt, die beiden sind quasi direkt miteinander verbunden. Merkt man auch anhand der Geschwindigkeit.
Und über die Bridge konnte ich dann auch mit einem Klick Meta aktivieren, um es direkt in HomeKit einzubinden, und somit war mein Setup auch schon abgeschlossen. Besonders ist bei diesem Keypad, dass ihr das sowohl mit einer NFC-Karte, die mich ehrlicherweise ein kleines bisschen an eine Tesla-Karte erinnert, öffnen könnt, aber natürlich auch über einen ganz normalen PIN-Code und eben auch über einen Fingerabdruck. Vielleicht, weil das Ganze neu ist, aber auch vielleicht, weil ich das ziemlich cool finde, hat sich das für mich mittlerweile als häufigste Entsperrmethode herausgestellt. Ihr könnt sowohl Karten als auch Pins als auch Fingerabdrücke temporär für einen gewissen Zeitraum, für eine gewisse Anzahl von Entsperrungen einstellen, so wie man das auch von den meisten Smart Locks gewohnt ist. Zur Akkulaufzeit des Schlosses und natürlich auch des Keypads kann ich aktuell noch nichts sagen. Das muss einfach die Zeit ergeben. Außerdem warte ich persönlich auch noch auf den Release von dem Akku-Pack. Das heißt, aktuell sind quasi 4 AA-Batterien in dem Schloss eingelegt. Das soll aber in Zukunft ersetzt werden können durch ein Akku-Pack bzw. durch 2 Akku-Packs, die man dann eben nacheinander einsetzen kann, damit man das eine laden und das andere parallel nutzen kann. Das wird mir als ehemaligem Powerpack-User von Nuki sehr zurecht, denn es ist tatsächlich auch mal vorgekommen, dass ich vergessen habe, dass das Akku-Pack noch am Ladekabel hängt und gerade nicht im Schloss ist, ich die Tür habe zufallen lassen und dementsprechend dann ein Problem hatte, wieder reinzukommen. Dadurch, dass ich ein Kabel verlegt habe bis zum Schloss und somit das Ganze dauerhaft mit 5 Volt verbunden ist, das ist eine der Dinge, die ich mir bei dem Switchbot-Lock auch wünschen würde, dass man eben die Möglichkeit hat, das dauerhaft mit Strom zu versorgen. Finde ich persönlich einfach angenehmer, sich gar keinen Kopf mehr über die Ladung machen zu müssen. Was mir außerdem noch extrem fehlt, ist eine Auto-Unlock-Funktion. Bei meinem alten Schloss konnte ich nämlich einen gewissen Bereich um mein Zuhause einstellen. Wenn ich diesen betreten habe, hat die App automatisch darauf gewartet, sich mit dem Schloss zu verbinden. Und wenn diese Verbindung hergestellt werden konnte, also ich relativ nah am Schloss war, hat sich das automatisch entsperrt. Das ist natürlich mega praktisch und würde ich mir hier auch wünschen, zumal ich die Unlockzeit auch nur auf maximal 10 Sekunden einstellen kann. Das bedeutet, das Schloss öffnet und bleibt für 10 Sekunden eben offen, sodass man die Möglichkeit hat, die Tür zu öffnen. Muss ich aber sagen, ist sowohl für hier unpraktisch, obwohl ich in gar nicht so einem großen Haus wohne. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man wohnt in einem 5-Etagen-Haushalt und möchte eben eine Entsperrzone einrichten, sodass das Schloss sich automatisch öffnet, wenn man diesen Bereich betritt. Und dann muss man auch noch 5 Stockwerke hochrennen. Innerhalb von 10 Sekunden wird das Ganze so unrealistisch, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich frage mich auch, wozu diese 10 Sekunden, wenn man doch auch einfach den Bereich individuell einstellen könnte. Zumindest den Entsperrbereich könnte man theoretisch noch selber lösen, indem man einfach in HomeKit oder Google Home sich eine Automation erstellt, die eben beim Betreten eines bestimmten Bereiches das Schloss öffnet. Leider fehlt da natürlich das Verbinden per Bluetooth, sodass man sicherstellen kann, dass man auch wirklich in der Nähe des Schlosses ist. Aber auch da hätte ich Ideen für, wie man das selber basteln kann. Wenn ihr das sehen möchtet, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann mache ich dazu mal ein Follow-up-Video. Zurück zur Bridge und zum Schloss. Ich habe das Setup jetzt eben quasi out of the box genutzt, würde aber in Zukunft das Ganze eben noch eine Stufe upgraden und dazu zuallererst mal die Bridge entfernen, denn da ich so viele verschiedene Smart Home Hersteller habe, möchte ich eigentlich nicht unbedingt 15 Bridges hier laufen haben, sondern möglichst alles mit einer Zentrale steuern können und in meinem Fall ist es natürlich Home Assistant, also versuche ich das Schloss in Home Assistant einzubinden. Leider ist es noch so, dass das Lock Pro so neu ist, dass es noch keine offizielle Home Assistant Integration hat. Ich konnte aber schon mit der Beta-Version von Home Assistant das Ganze einmal einbinden und so zumindest das Schloss auf- und zuschalten über die eigene Switchbot-Integration, die sich eben direkt mit Bluetooth mit dem Schloss verbindet. Somit fällt aus diesem Grund zumindest schon mal die Bridge raus. Der einzige Nachteil, den man durch die direkte Integration hat, ist natürlich, dass das Keypad rausfällt und somit man von der Ferne aus das Keypad nicht mehr bedienen kann, also entsprechende Codes hinzufügen, Fingerabdrücke und so weiter und so fort. Vielleicht kommt da auch noch etwas von der Home Assistant Community auf uns zu. Wer aber eben auf das spontane Hinzufügen von Codes verzichten kann und sich vielleicht 1 bis 2 Reservecodes erstellt, die man von unterwegs aus an seine Freunde verschicken kann, sollte es mal einen Notfall geben und dann eben im Nachgang händisch entfernen kann über die App, dann könnt ihr euch auch jetzt schon die Switchbot Bridge sparen und habt eben sowohl den Vorteil, dass ihr euch keine Switchbot Bridge kaufen müsst, als auch, dass ihr die Meta-Integration, die diese Switchbot Bridge für euch bereitstellt, direkt in Home Assistant integriert habt.
Wie aber am Anfang des Videos schon angekündigt, habe ich noch einen kleinen Bonus für euch. Denn ich möchte das Schloss gerne mit dem iPhone insofern integrieren, dass ihr theoretisch das Keypad überhaupt nicht mehr benötigt, dass ihr die App überhaupt nicht mehr benötigt und ja, quasi die in meinen Augen coolste Entsperrmethode nutzen könnt, die zwar schon vor über einem Jahr vorgestellt wurde, aber noch von eigentlich überhaupt gar keinem Schloss unterstützt wird. Und das ist Apple HomeKey. Konkret sieht das Ganze so aus, dass ihr euer Handy einfach nur wie beim mobilen Bezahlen an euer Schloss haltet und das sich dadurch automatisch entsperrt. Natürlich geht das Ganze nicht nur mit dem iPhone, sondern theoretisch auch mit einer Apple Watch, sodass ihr euer Handy ganz in der Hosentasche lassen könnt und es mit den vollen Händen nur noch schaffen müsst, eure Apple Watch irgendwie in die Nähe des Schlosses zu bringen und das eben ausreicht, um eure Tür zu entsperren. Wen das interessiert, der sollte am besten den Kanal abonnieren und nächste Woche vorbeischauen, denn da werde ich in einem detaillierten Video euch vorstellen, wie man das Ganze komplett selber bauen und theoretisch auch mit jedem smarten Schloss verbinden kann. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einer Bewertung und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, haut rein und ciao!